Und herzlich willkommen zu Deep Space TV. Wir nehmen heute mal wieder eine neue Folge auf. Und würde ich mal sagen, machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir fällen jetzt erstmal hier die ganzen Bäume. Weil, wie gesagt, in der letzten Folge habe ich das schon erwähnt. Ich will hier in der Umgebung keine unsichtbaren Zombies oder zu dunkle Schatten, die dann kommen oder so. Den bauen wir auch noch ab. So. Was mich jetzt eigentlich stört, ich will jetzt erstmal diesen Lavasee suchen. Irgendwo hier muss ein Lavasee sein. Schaufel habe ich jetzt nicht dabei. Grabe ich mich vorsichtig mal runter. So, das sind wir auch gleich. Und da haben wir ihn gefunden. Da könnten wir den eigentlich ausleeren und Obsidian draus holen. Ich weiß es nicht, ob ich es machen soll, aber ist ja egal. Haben wir den zumindest mal gefunden. Ich habe gedacht, der wäre irgendwo auf der Oberfläche. So, jetzt würde ich sagen, baue ich hier jetzt erstmal weiter. Das hätten wir. Jetzt brauchen wir zumindest keine Cobbles mehr. Und Eichenholz kann ich auch gleich benutzen. Toll, jetzt haben wir noch eins übrig. Ich glaube, ich möchte nicht mit so wertvollem Inventar rumlaufen. Ich lege das erstmal lieber ab. Nicht, dass ich dann nachher in den Lavasee falle und das ist alles weg. Das wäre ja nicht so prickelnd. Die Pfeile und den Bogen lege ich weg. Das Gold auf jeden Fall. Und den Eimer nehme ich mit. Zaubertisch haben wir. Die Schallplatte ist draußen. Dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt erstmal Lava. Nee, ich weiß jetzt, was wir bauen. Wir bauen uns jetzt erstmal einen Cobblestone-Generator. Ich hoffe, ich weiß, wie er geht aus dem Kopf. Ach. Ach, das ist ja gar nicht so tief. So. Wie geht ein Cobblestone-Generator? Ich würde mal sagen, wir bauen da eine eigene Hütte. Die nehmen wir mit. Wo ist das Eichenholz? Da ist das Eichenholz. Da haben wir noch ein paar Cobblestone. Und dass das nicht so weit weg ist, weil der Sinn von einem Cobblestone-Generator ist eigentlich, dass wir nicht dauernd unter Tage müssen, baue ich so eine kleine Hütte gleich hier hin. Wie hoch ist das jetzt? 3. Haben wir noch ein Zimmer? So. Ja.
Nee, das mache ich anders. Das mache ich wie hier bei meinem Haus. 1, 2, 3, 4. Und würde ich mal sagen, daran orientiere ich mich jetzt erstmal. Und ich baue den erstmal mit Cobblestone, bis ich das dann alles einschmelze. Ist ja genauso effektiv. Jetzt bräuchten wir, glaube ich, Wasser. Ich mache erstmal so eine Vorlage, weil ich muss das halt ausprobieren. Ja, und da haben wir den Cobblestone-Generator. Ja, also hier. Das könnte ich eigentlich auch eins vorlegen. Und das muss ich mal kurz rausnehmen, dass ich hier mal ein Loch reinmache. Oder bringt das überhaupt was? Nee, das bringt ja überhaupt nichts. Dann machen wir es einfach so. Ach nein, jetzt ist das so Obsidian geworden. Egal. Mal das Wasser nochmal weg. Wir haben ja hier gleich unsere Lavaquelle hier. Wo ist das? Geht doch. Ja. Das Lava hier rein. Die Lava, nicht das Lava. Und perfekt. Sag mal, was ist denn da? Ach, ich weiß, mein Fehler. Ich muss das wieder zurückbauen. Das nehmen wir. Und ich würde sagen, den Cobblestone-Generator machen wir mal komplett an eine andere Seite. So, ein Block hier, da und da. Da kommt die Lava rein. Und hier ist der Eingang. So. Und jetzt muss nur noch die Lava kommen. Och, ich hasse es. Irgendwas mache ich doch falsch. Vielleicht erst die Lava, dann das Wasser. Okay, das ist ätzend. Wenn ich den jetzt nicht hinkriege, dann lasse ich es bleiben. Ups. War ich nicht.
Was war denn das? Wieso hat denn das gerade gedroppt? Oh Mist, ich habe was vergessen. Nein, genau das. Schnell weg. Damit. Perfekt. Ich glaube, das muss noch eins weiter. Bin mir aber nicht sicher. Ja, wir haben ihn hinbekommen. Das ist doch perfekt. Das heißt, wir können auch das zu machen und das. Was ist denn jetzt? Okay, irgendwas. Och, ich weiß, was ich die ganze Zeit falsch gemacht habe. Jetzt haben wir unseren letzten Versuch. Das hier muss nämlich weg. Ich habe den von Ansatz an falsch gebaut. Die Lava muss auf 1 höher sein als der. Als das Wasser. Dass die Lava. Dass die Lava über das Wasser fließt. Boah, ich. So. Würde ich sagen. Das machen wir es so. So, und jetzt kommt hier Wasser hin. Und da hinten dann die Lava. Obsidian. Ist da unten drunter Wasser? Oder irgendwo war da mal Wasser? Ja. So, jetzt bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weg damit. Boah. Das gibt's doch nicht. Ach. Erst mal kurz ins Wasser. Es könnte sein, dass. Ach, was soll's. Wir sind ja jetzt eh schon hier am Ausprobieren. Mache ich jetzt genau symmetrisch, dass in der Mitte das eigentlich dann dazu kommen müsste. So. Das hätten wir, und wenn die jetzt hier so laufen und treffen die so aufeinander, das müsste eigentlich funktionieren. Oh.